Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Monokopfbox von Credibil. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Monokopf von Credibil, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier eine schwarze Box und dann haben wir hier das Logo mehr oder weniger von Credibil, also dieser Kreis mit dem Dreieck mit diesem C in Dreiecksform, und dann haben wir hier Credibil in schwarz abgebildet. Dahinter sieht nach Frankfurter Skyline aus, die hier allerdings auf dem Kopf steht, und rundherum dann noch so ein Muster. Das sieht fast aus wie ein Auge, also wie eine Augeniris. Heftiges Bild auf jeden Fall, und darunter lesen wir dann von Credibil. Ansonsten die Box rundherum in schwarz gehalten. Auf der Rückseite haben wir dann noch das Logo von Traumfänger, das Label von Credibil, und dann hier noch ein Barcode. Gut, wir schauen mal hinein. Wir haben hier einmal einen Sticker, zwei Sticker, drei Sticker, ein Poster, was auch immer da drin ist, wahrscheinlich das Feuerzeug. Dann haben wir eine Mütze, eine Haube und natürlich das Album bzw. die EP an sich. Von innen das Ganze in schwarz gehalten. Machen die Box mal wieder zu. So, nachdem das Ganze noch eingeschweißt ist, werden wir das mal hier öffnen. So, und wie immer starten wir mit dem Album an sich, Molokopf von Credibil, und auch hier haben wir dieses Logo wie vom Boxcover. Das Ganze kommt in einem Digipack, in einer Hochglanzoptik. Auf der Seite lesen wir auch wieder Credibil und Molokopf, das Ganze in weiß und rot. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, und zwar haben wir 18 Tracks an der Zahl, und wir haben hier Features von Said, Bellabil und Frustra, und auf CD2 haben wir dann alle Instrumentals mit drauf, und hier haben wir auch den Hinweis, dass alle Songs gemixt und gemastert wurden von Pressplay bzw. komponiert von den Crates. Gut, auch hier wieder Crates mit dabei. Dann haben wir hier auf der linken Seite wieder das Credibil Logo, und hier lesen wir Danke Mama. Hier haben wir einmal Credibil abgebildet. Leih mir dein Ohr, ich schenke dir eine Stimme, fall ihn ins Wort, doch stehen bis zum Limit. Dann haben wir hier die CD an sich. Auch hier wieder dieses Credibil-Logo mit dieser Augeniris. Dahinter schwer zu lesen, aber hier so in schwarz und grau das Logo von Credibil. Dann haben wir die Instrumentals in schwarz und rot diesmal gehalten, diese Augenoptik. Das sieht echt heftig aus, finde ich. Gefällt mir deutlich besser als das reguläre. Instrumental-CD. Und dann hier zum Abschluss noch das Logo von Traumfänger wieder. Booklet haben wir, soweit ich es beurteilen kann, hier keines dabei. Aber nichtsdestotrotz ein schönes Digipack. Dann haben wir ein Feuerzeug, kommt in so einem kleinen Pappbehälter, in so einer Papphülle, ups, ja, und ist darin auch nochmal eingeschweißt. So sieht das Feuerzeug aus, also so ein Zippo, wie man es kennt, in schwarz, auch hier wieder mit Credibil Logo versehen, und auf der Rückseite das Logo von Traumfänger. Das Ganze geht dann hier auf, entsprechend dann mit Zippo, mit entsprechender Flüssigkeit befüllen und dann hier einfach entzünden. Ich glaube, es ist generell immer verboten, Innenboxen bereits befüllte Feuerzeuge
reinzumachen, da irgendwie die Gefahr dann ist, dass das explodiert oder sich entzündet, die Schachtel abfackelt, was auch immer. Also ich glaube, das ist einfach wegen dem Versand, dass man das immer unbefüllt verschicken muss. Dann haben wir ein Poster mit dabei. Machen wir mal kurz Platz. So sieht das Poster aus, in schwarz gehalten großteils. Und dann haben wir hier, das sieht nach Fenstern aus mit Streben davor. Das dürfte wohl doch dann Photoshop sein. Und hier der Boden voller Scherben. Molokopf lesen wir hier neben Krebi Logo. Und dann haben wir hier einen jungen Mann stehen. Ziemlich, ja, ist die Frage, ob das kredibil ist oder jemand anders. Keine Ahnung. Kann ich schwer sagen vom Schatten her, aber es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass es sich hierbei um kredibil handelt. Und auch hier haben wir wieder eine verkehrte Skyline, also auf jeden Fall ein sehr spannendes Motiv hier. Das Ganze im Hochformat und einseitig bedruckt, also Rückseite, ihr seht es, blank weiß. Dann haben wir drei Sticker. Und zwar haben wir einmal einen riesen Sticker. Wir sind Traumfänger. Hier links kredibil zu sehen und in der Mitte eben das Traumfänger-Logo im Hochformat. Dann haben wir einmal einen kredibil Logo-Sticker quadratisch in weiß und rot. Und dann haben wir einen Sticker im Querformat. Ich bin kredibil in schwarz, weiß und rot. Sehr schön. Und dann haben wir wie so oft noch ein Textil, ja, eine Haube in diesem Fall, mit in der Box. Diese in schwarz gehalten und dann haben wir hier in weiß den Aufdruck, beziehungsweise Druck ist das nicht, das ist aufgestickt, Molo Kopf. Ansonsten glatt schwarz die Haube. Wir haben hier dann noch einen Zettel und dieser verrät uns 100% Acryl, Wasch- und Pflegehinweise, Rückseite blank weiß, okay, also es wird uns nicht verraten, wo das Ganze herkommt, wo das Ganze produziert wurde, aber es fühlt sich auf jeden Fall jetzt nicht schlecht an und die Nähte, ja, gibt es jetzt bei einer Haube nicht viele, aber auf jeden Fall hier die vier am oberen Ende wurden gut verarbeitet, da steht jetzt nichts weg oder irgendwie am Ausfransen. Und hier bei dem Schriftzug ebenfalls, also der ist schon ganz gut verarbeitet. Ja, also für den Herbst, für den Winter natürlich geeignet, je nachdem für kältere Tage. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt generell kein Haubenträger, aber ja, wird sicher der ein oder andere verwenden können. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Haube in schwarz und weiß mit Molokopf Aufdruck auf Stick. Dann haben wir drei Sticker an der Zahl. Ein Feuerzeug mit kredibil Logo. Ein Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Und natürlich das Album an sich, Molokopf, 8 Tracks inklusive 8 Instrumentals. Diese kommen im Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box, Molokopf von kredibil. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr kredibil unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.